Ich muss jetzt das Wasser tauschen, denn jetzt kommen, wurde gar nicht getrunken, sehe ich gerade. Denn jetzt kommen vier junge Damen aus China, meine Damen und Herren. Chinas erste, ich habe einfach mal eins mit vier Strohhalmen, das tut's ja auch, oder? Chinas erste Girlband, die vier jungen Damen sind zwischen 18 und 23 Jahre alt und sind, entstanden in einer Castingshow im chinesischen Fernsehen. China sucht den Superstar wahrscheinlich. Oder wie hieß es? Wie hieß denn die Show? Wie hieß denn? Sprite My Show. Ja? Haben in China 128 Millionen Zuschauer gesehen, die Show. Ja. Kein Wunder, in China. Ja? Ich glaube, in China hat wahrscheinlich auch das Mittagsmagazin 300 Millionen Zuschauer, oder? Ja, und so viele Leute haben sich für diese jungen Frauen entschieden. Da scheint es sich ja um eine gute Band zu handeln, meine Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt, wer da jetzt gleich zu uns kommt und wie wir uns verständigen können. Die sprechen nicht alle Englisch, zwei sprechen Englisch. Mit den anderen spreche ich dann Chinesisch. So, meine Damen und Herren, begrüßen Sie Jade! Welcome. So. Ach, wie süß. Ein kleines Schwein, ein chinesisches Schwein. Welcome to the show. Thank you. Hello, we are Jay. Ja. Oh, this is a little pig. Yes. A Chinese pig. Yes, yes, yes. What is it? What does it mean? Because in China, this year called Year of the Pig. Ah, this year's Year of the Pig. Yeah. Ah, dieses Jahr ist das Jahr. It means very lucky. Very lucky. Yeah. Okay, also es wird ein sehr fröhliches Jahr. In China ist nämlich das Jahr des Schweines, ja? Und okay, it's just, what does is this for? Because the Schwein says. No, it's just give you a good wish. Good wish. 拜年. Ah, 拜年. Yeah. 拜年, yeah. Yes. What does it mean? Good luck? Good luck. Good luck. 幸运. 幸运 is good luck. 幸运 is good luck. Yeah, this gift is for you and for this TV. And with our best wishes. Yes. Yes. Ah. Ah. Thank you very much. Okay. Wonderful. So, jetzt kann man hier so hinhängen. So. Aha, okay. Guck mal hier, made in China. Yes. So, hält nicht, aber egal. So, you are, what is your name? My name is Sisi. Sisi? Sisi, yeah. Your name is? My name is Jia Jia. Jia Jia? Yeah. My name is Yen. Yen? Okay, and your name is? Hi, my name is Ting. 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 Yes. Ting. Ah, okay. How you pronounce it? Ting. 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 Yeah. Yes. Ting. Okay. So you're the first girl band in China. Yeah. How many records do you sell in China? Maybe many people. Yeah. Many. Wahrscheinlich nur eine und die anderen werden dann schwarz gebrannt in China. Ja, there is here, wie heißt das? Copy. A lot of copying music in China. Copy music? Copy music. They buy records in Germany, mm-hmm. bring it to China mm-hmm. and copy it. No, it under the table. No! No! No, they don't? Okay. So, what do you sing? What do you sing about? What are your songs about? Our first album called Jade Flying with Dragon. You know Dragon? Yes, Dragon. Yes. Brrr. Brrr, yes. Die erste Platte heißt Jade fliegt mit dem Drachen. Drachen?
Drachen. Dragon. Dragon, Aachen? Drachen. 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 Ja, Drachen. Okay, because we, our music is the Chinese music and Western music mix. Ah, okay. Eine Mischung zwischen westlicher Musik und chinesischer Musik. Yes, and we are close. Just like Chinese qipao. Qipao. Ah, okay. And jeans. Ah, the jeans. Ah, yes. Verstehe. Mm-hmm. Ja, also chinesische... short jeans. Ja, short jeans. Short jeans. Ja, ja. You have many fans? Boys? Of course, boys and girls. Okay. And uncle, auntie, so many people. Yes. In China. In yes. China. Mm-hmm. So, what? Which dog tastes the best? What dog? Yeah, which dog tastes the best? A dog? My dog? A dog. Which dog tastes the best? No. We... You can speak slow, slow, no, okay. Slow. Okay, which dog... Which dog tastes the best? Taste? Which dog do you like best? Is it poodle or is it shepherd dog? No. I like golden retriever. Yes. What? Right? Yeah. What? Thank you. Golden what? Retriever. Oh, very good. Good. Yes. Thank you. Also. Der Golden Retriever schmeckt am besten, kann man schon mal sagen. Dankeschön. Was? Dankeschön. 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 What is Dankeschön in Chinese? Xiexie. Xiexie. Xiexie, yes. It's very hard to pronounce for us Chinese. Uh-huh. I think English is also very difficult for you, yes, huh? Or German. Yeah, yes. Did you learn it at school? Yes, in school. There. Okay.